Also, dass man gerne mit Menschen zusammenarbeitet, dass man halt auch eine gewisse Verantwortung hat. Es ist ja schon auch eine dankbare Aufgabe, mit älteren Menschen zusammenzuarbeiten. Man lernt fürs Leben, weil Patienten haben ja schon ein gewisses Alter und haben ganz viel Erfahrung, die sie einem dann auch einfach noch mitgeben können. Auf den Körperkontakt mit den Patienten, wir haben ja auch viel mit der Grundpflege zu tun, da gibt es dann wieder auch die Nähe und Distanz, damit muss man lernen umzugehen. Ne? Man muss die Nähe an einen, also die Nähe der Patienten an einen ranlassen, aber man muss auch sagen, so, jetzt ist Schluss und genau, dann die Distanz wahren. Es ist täglich eine Herausforderung, weil man ja auch interdisziplinär arbeiten muss. Und dann hat man natürlich auch mit dem Tod und dem Sterben zu tun, aber da hat man ja dann wieder noch Möglichkeiten, da sich in Form von Weiterbildung fortzubilden. Es gibt unter anderem die Fachpflegekraft Geriatrie, Wundmanagement und die Palliativfachpflegekraft.